Hallo Leute, hier geht's weiter mit einem Let's Play von Portal 2. Ich bin Helios und mit mir ist Mr. Cody. Ja, ich bin auch wieder da. Er ist auch wieder da. Ja. Und so, und ich bin letztes Mal bei diesem Level hier stecken geblieben. Ja. Und ich wusste nicht, wie man da weiterkommt. Ja. Ich habe ein wenig überlegt und habe gesehen, ein wenig überlegt. Ey, ganz ehrlich, ich muss euch jetzt echt mal verraten, erst in der Pause, ey Cody, wie komm ich da hin? Ich komm nicht durchs Glas durch. Voll wie komm ich durchs Glas durch? Genau, das war ein Problem. Ich hab ihm ganz einfach einen Tipp gegeben, er kann auch durch das Portal durchgehen. Er muss nicht einfach unbedingt auf die... Ja, mein Gott. Ist kaputt gemacht. Ja. Aber ich hab ihm den Tipp gegeben, dass er auch durch das Portal durchgehen kann. Ja, das muss auch gelernt sein. Also ich dachte, es kann immer nur ein Gegenstand gleichzeitig durch ein Portal. Wow. Ullala. Ja, jetzt bist du dem Kubus schon viel näher. Genau. Fragt sich, wie ich dem Kubus näher komme. Ja. Denn ich habe etwas nicht gesehen. Man, du hast schon alles gesehen, nur du hast es einfach noch nicht im Kopf begriffen, was du da drinnen machen musst. Du musst Würfel holen. Ja, na, dann hol doch den Würfel. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Du musst ja nicht runterspringen, benutz doch die Portale. Ich habe hier nur zwei. Ja, natürlich, aber dann benutzt du, brauchst auch nur ein, du musst da drinnen nur ein Portal setzen. Ein einziges Portal. Ja, aber wenn ich das setze, verschwindet doch mein Untergrund. Er rafft nicht, was ich ihm erklären will, oder? Ich bin auch selber drauf gekommen, also kannst du doch auch selber drauf kommen. Okay, also ich bin da drin. Ich laufe durch. Genau. Hier kann ich mich nicht festhalten. Nö, natürlich kannst du nicht festhalten, du kannst Portale machen, wir haben zwei Flächen, siehst du? Aha, ha, jetzt verstehe ich. Ich weiß nicht, hat es bei ihm Klick gemacht? Oh ja, es hat bei ihm Klick gemacht, Leute. Ich glaub's kaum, aber bei ihm hat's Klick gemacht. Du kannst auch Portale durch... Durch dies? Ja, kannst du durch. Machen. Ich glaub's kaum, er hat's gerafft. Man kann ja nach unten fallen, dank der Schwerkraft. Hey. Jetzt muss man nur noch fangen können, ne? Ja. Gefangen. Ich hatte jetzt schon darauf gewartet, dass er sich wieder fragt, wie er wieder rauskommt, ne? So, und dann kann ich ja da hinten hin. Kann ich da hinten hin? Die Aufnahme überhaupt noch, ja. Also im Grunde ging der Test nur darum, wie stelle ich einen Kubus gescheit auf eine Plattform. Genau. So, und der bessere Portal-Spieler wäre natürlich jetzt durchs Portal durchgegangen, weil es schneller ist. Genau. Stimmt. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Oh. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. GLaDOS hasst immer noch Helios. Ja. GLaDOS klingt irgendwie auch so leicht griechisch. Ja. Oder was denkst du, Helios? Ja, ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling in der Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Ja, ich liebe sie, ey. GLaDOS, die Sprüche, zu geil. Also an die Leute, die sich dieses Spiel ausgedacht haben. Die Sprüche sind einfach nur genial. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Ich soll schnell verschwinden. Ich soll was kaputt machen. Du sollst nichts anfassen. Bleib doch einfach da. Oh, guck mal da. Da waren Vogeleier. Die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! 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 Vogel!
Okay. Tja, der hat's kaputt gemacht. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Wir haben dich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Okay. Da kommt ein Würfel heraus und fällt ins Wasser. Mhm. Ich brauche wieder so eine tolle Plattform, die sich unter Wasser befindet. Oder über Wasser. Ja. Da hinten. Licht spiegelt sich im Wasser. Genau. Das habe ich auch gelernt. Oh, was ist das? Soll das mir helfen? Ich kann durch Portale hindurchschießen, gell? Wo ist der Laser? Auf der anderen Seite. Noch einmal, da ist der Laser. Ich gebe mir mal ein Ziel. Schaue dadurch. Komme auf die Brücke. Geh einfach nur mal auf die Brücke drauf. Aha! Ich habe so das Gefühl, dass Helios immer noch viel zu kompliziert denkt. Ja. Viel zu kompliziert. Grüne Würfel? Ja, musst du einen Knopf drücken, ne? Muss ich da hinten hin befördern. Okay. Dasselbe Prinzip, oder? Es gibt ungefähr drei Wege, die mir jetzt gerade einfallen, wie du das Rätsel jetzt lösen kannst. Ja, ja, mir auch. Aber es gibt einen sehr einfachen Weg. Ja, ja, ich kenne den Weg. Zeige ich dir auch gleich. Ja. Es gibt auch schwierigere Wege. Und der funktioniert so. Ja! Das war keiner der drei Wege, wie es funktioniert, Helios. Mal gucken, ob du vielleicht einen Wege findest, wie es funktioniert. Ich habe einfach den falschen Knopf gedrückt. Ja, guck mal, die sind sogar farbig markiert, die Portale. Genau. Gut, das war jetzt einer der komplizierteren Wege. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Siehst du? Genug. Genug gut. Jedenfalls geht's weiter. Ah ja, Helios. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Ja. Erinnerst du dich? Aber GLaDOS lernt auch dazu. Geschöpfe voller Kugeln. Oh, oh ja, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's auch tödlich. Da ist der Tolle. Ich glaube, sowas ähnliches hatten wir auch in Black Mesa, kann es sein? So Türme, die man tragen konnte und die einen dann auch geschossen haben. Noch jemand da? Du hast es dir gerade echt unnötig kompliziert gemacht, kann es sein? Könnten Sie bitte herkommen? Anstatt die Türme auszuschalten. Habe ich sie aktiviert? Nein. Stellst du sie sogar noch so hin, dass du sie so echt gegenseitig kaum mehr wegkriegst? Wie schalte ich sie denn aus? Tja. Suche. So schon mal nicht. Ist egal. Nein. Ja, was ist denn? Schläfchen, ich will. Werf ihn nochmal nach oben oder schmeiß ihn doch um einfach. Ah. Kritischer Fehler. Hallo. GLaDOS stellt die Türme liebenswerterweise immer genauso auf, wie sie hingehören. Ah, nicht GLaDOS, Helios.
Nicht so, wegen dem griechischen Namen her verwechsel ich euch schon. Guck mal, da siehst du dich selber, siehst du? Wie im Spiegel. Ja, ich weiß. Diese armen Türme, sie haben dir doch nichts gemacht. Nichts. Ich schieß mich nur ab. Ja, ist doch nichts. Weil hinten ist wieder einer, den muss ja. Ich auch. Er kann aber nicht durchs Glas schießen, oder? Naja, wenn das Glas dick genug ist, nicht? Okay. Also, ich glaube, ich mach dann hier. Den da. Wow! Okay, ich muss echt sagen, Helios lernt echt dazu. Guck mal, die Kamera, hast du gesagt, ist ganz lustig, wenn man sie zerstört. Ja. Ist doch jemand. Da bist du. Es gibt ein Achievement, wenn man alle Kameras, die es gibt, so abmacht. Oder ich glaube, eine gewisse Zahl. Aber okay. Um Achievements brauchst du dir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Darum habe ich mich nämlich schon mal gekümmert, als ich gezockt habe. Ja, das ist ja jetzt Fleißarbeit. Ich habe aber ziemlich viel Leben, oder? Merke ich gerade. Ja, du hast ja eigentlich gar nicht richtig Leben. Es kommt halt drauf an, wie oft sie dich treffen, so hintereinander. Mein Gott, der guckt dich doch noch nicht mal an. Ja, aber ich möchte ihn gerne an abwerfen. Ups. In der Kamera. Genau. Die armen Türme. Ich kann die auch nicht mitnehmen, die Türme, die Kamera auch nicht. Oh nein, guck mal. Die schönen armen Türme. Aua, das tat ihm weh. Okay, da muss ich jetzt rüber. Jumpen? Schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nein. Habe ich hier keine Taschenlampe oder sowas? Aha. Ein Geheimtrakt. Interessant. Jetzt wird's aber spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Hier, auf Abwegen ist Helios unterwegs. Werde ich jetzt befreit? Oder jetzt Helios denkt jetzt schon an Befreiung. Wie lange spielen wir jetzt schon Portal 2? Simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Guck mal, das sind die Roboter, die die ganzen Level reparieren. Ja. Oh ja, der Test ist gut. Ich muss durch keinen Aufzug hindurch. Okay, also ich muss hier... Was ist das? Das ist auch was Neues. Also in dem Test geht es eigentlich um viel Mathematik, um so Geometrie, ne? Mhm. Also das muss aktiviert werden und der da hinten muss aktiviert werden. Jo. Okay, das heißt, ich habe nur ein Umlenkwürfel. Ja, und zwei Portale, hast du ganz vergessen. Und zwei Portale, genau, die habe ich ganz vergessen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Ups. Ja, ist relativ einfach. Ja, muss natürlich auch ziemlich gerade da stehen. Ne? Ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Erst ist es ein Geschenk, also erst ist es eine Geburtstagsüberraschung.
dann ist es ein medizinischer Eingriff und jetzt ist es ein medizinisches Experiment. Aber ich muss sagen, Helios ist relativ schnell hier durchgekommen. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Kann ich die alle kaputt machen durch diese Art und Weise? Nein. Nicht? Das ist Licht. Das ist Licht. Oh, nee, anscheinend doch. Was? Das habe ich nicht hingekriegt, aber ich habe es nie gebraucht. Oh, da geht der Timer. Da geht der Timer? Jo, da geht der Timer. Dann machen wir mal eine Pause. Gut. Und ihr habt Let's Play Portal 2 gesehen mit Helios und Mr. Cody. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.